einen wunderschönen Mittwoch. Willkommen zurück, Pauli Bridge 3 mit der neuesten Weekly Free Factorial von Team Games. Drei Fahrzeuge, drei Brücken und viele weitere Wege, um dieses Level zu schlagen oder zu schaffen. Wir haben 80.000, wir haben alle Materialien davon, außer Federn, aber wir haben nur zwei Hydrauliken und zwei Fundamente. Günstigste bisher von Pope mit 25.500. Ich würde sagen, wir springen rein, gucken mal nach. Und gucken doch mal nach, ob wir es überhaupt schaffen können. Und vor allen Dingen, wie schnell. Also. A fährt. Hier ist was vorgebaut. Wenn A Checkpoint berührt, gibt es eine Hydraulik und dann fährt C und ein Heißluftballon kommt. Wenn der ein Checkpoint berührt, Hydraulik, dann fährt E. Und wenn der ein Checkpoint berührt, Hydraulik, dann fährt F. G. Der fährt aber... Ich nehme an, das hier muss hochgehoben werden hier. Ich nehme an, die hier sind hierfür ausgelegt. Die sind aber nicht vorgegeben hier, oder? Doch. Also das ist genau vorgegeben, damit das hier genau hinhaut. Also hier muss ich nichts dran ändern. Das fährt die schon automatisch dahin, wo sie müssen. Was wir nur machen müssen, ist primär dieses Gewicht wegbewegen, nehme ich an. Ja, wir müssen das Ding wegbewegen. Ich weiß nicht... Warum soll das hochbewegt werden? Man könnte auch alle hier über das mittlere Teil fahren lassen. Oder alle über das obere Teil. Obere wäre sogar noch besser, aber dann bräuchte ich hierfür keine Hydraulik. Und könnte einfach sagen, okay, wir machen hier eine Brücke drüber. Und gut ist es. Weil dann würden wir einfach sagen, wir bauen hier eine Brücke. So, und dann haben wir den Weg automatisch. Machen dementsprechend in der Phase auch noch den an. Und dann lassen wir die hier komplett aus. Weil dann führen wir alles einfach direkt oben rum. Das einzige Problem wahrscheinlich wird sein, diese Sperre da wegzumachen. 15 PG ist nicht die Welt. Ich glaube, da kommen wir sogar mit Holz relativ gut rum. So, 26, 26,2, 26,4, heißt bis 86,4. So. Leicht nach innen gedreht und dann können wir das jetzt hier so ein bisschen rüberziehen. Und dann werden wir von unten noch so mit Stahl und Seil ein bisschen Stabilität reinbringen. Warum kann ich das nicht kopieren? Soll doch eigentlich 1:1 gehen, oder nicht? Kapiere ich nicht. Aber gut. So, hier klappt es nicht. Das heißt, wir werden hier einfach auf Stahl gehen. Und dann machen wir hier und... Oder machen wir eben dreischrittig. Ich wollte es eigentlich mit zwei Schritten hinkriegen, aber gut. Machen wir es einen Ticken weiter in der Hoffnung, dass das hier stabil genug ist. So, jetzt müssen wir das hier irgendwie bewegen. Du kollidierst aber nur mit Straßen. Mit Autos. Wie soll ich dich dann wegbewegen, wenn du nicht mal mit Straßen kollidieren würdest? Ich kann auch da gar nichts bauen, gell? Ich kann hier gar nichts bauen. Du kollidierst mit Straße.
Bist du hier fest? Nee, du bist nur eingehakt. Du kannst auch nicht nach oben gehen. Ihr seid nur zum Stabilisieren da. Also befestigt ist es nicht. Wie? Ach, die fahren alle gleichzeitig. Müssen die alle drei Druck dagegen ausüben? Ah. Okay, das Spiel mag es anscheinend nicht. Ich kam gar nicht auf die Idee, dass der einfach von sich selbst dann fährt. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil wir hier oben, ich bin da oben ausgegangen davon, dass ich nur einen Wagen nacheinander habe. Ich habe die Reihenfolge der Wagen irgendwie oder das Diagramm irgendwie komplett falsch interpretiert und verstanden. Für mich hieß es Diagramm eben, dass immer erst eins beendet sein muss und dann folgt das nächste. Und das ist ja nicht der Fall. Weil er löst das ja aus. Die Hydraulikphase kommt direkt, fährt C, respektive E und G. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, von anderen Leveln eben. Er berührt, er muss am Ziel kommen und dann startet erst die nächste Phase. Aber mein Fehler, das ist dann eigentlich geschenkt, das Level. Ich bin ja gespannt, was andere Leute da gemacht haben. Ich nehme an, man könnte hier das Ganze beschleunigen, wenn man hier eine Hydraulik hinmacht und ihn früher zieht. Damit man hier drüben das eben ein bisschen entlastet. Oh nein, ich sehe noch ein anderes Problem. Der blockiert natürlich jetzt das Ziel. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ah, deswegen. Weil er hier auf drei verschiedene Dinger geht, okay. Da habe ich nicht drauf geachtet hier. Die ganzen Kleinigkeiten. Man sollte sich ein Level vorher wahrscheinlich genau anschauen, bevor man anfängt zu bauen. Wir haben zwei Hydrauliken, gell? Ja. Also was er vorsieht, Team Games hier, wenn wir das Ganze mal ganz kurz einfach nochmal zurückgehen. Ich glaube, wenn wir jetzt hier neu starten, sind die Dinger wieder richtig eingestellt, oder? Ja. Genau, okay. Also er sortiert jetzt wahrscheinlich das Ganze hier ein. Ich habe in jedem Teil einen Wagen. Wenn ich es einfach laufen lassen würde. Der nächste kommt jetzt hier hoch, weil er wieder einzieht. Und das Moped kommt ganz nach unten. Das ist alles vorgegeben. Deswegen heißt es auch drei Brücken in der Beschreibung. Weil man rechts eigentlich drei Brücken braucht, um alle drei gleichzeitig fahren zu lassen, weil sie alle gleichzeitig fahren. Man hat eine leichte Verzögerung. Wir haben aber keine Federn oder so, um da irgendwas zu machen. Das heißt, ich brauche hier tendenziell drei Brücken und in der F-Phase muss das Ganze eigentlich einfach wieder bereitgestellt werden. Ich wollte kopieren, nicht entfernen. So. Ich versuche jetzt erstmal hier jeder Brücke seinen eigenen kleinen Touch zu geben. Ich nehme an, dass wenn wir hier alles um 90 Grad drehen, das natürlich am schlauesten ist. Vermute ich.
Das heißt, eigentlich brauchen wir sogar nur eine Stelle festzumachen. Das wird aber finanziell nicht umsetzbar sein, was ich mir gerade hier überlege. Das wird leider nicht funktionieren. Aber das wird reißen. Ja. Das wird die ganze Zeit reißen. Das klappt so kein Meter. Versuchen wir das Ganze mal. Wenn wir das alles nur über Seile verbinden, außer oben ein Dreieck lassen. Das Problem, was halt auf jeden Fall da ist, ist hier links den Rand. Oder die Mitte vielmehr. Weil ich hier eigentlich doppelte Seile brauche. Aber nee, es reicht ja, wenn die in eine Richtung gehen, oder? Nee, geht's nicht. Wenn wir das eine bis zur 2 hoch machen. Und das zur 1. Hey, wir brauchen hier noch eins. Ich komme da nicht drum herum. Das Problem ist halt, das schafft die Hydraulik hier auch nicht. Oder mein ganzes Gerüst schafft es nicht. Eins von beiden. Das kann ich niemals halten. Ich überlege gerade, wir brauchen ja nicht mal immer die gesamte Brücke zu bewegen, sondern je nach Teil nur eine bestimmte Länge. Also unten würde eine Straße zu bewegen reichen. Hier müssten wir die gesamte Brücke bewegen und hier wiederum alle bis auf eins. Aber es ändert nichts an dem Grundproblem. Theoretisch müssen wir sogar nur eins bewegen. Aber es wird halt finanziell wieder fragwürdig. Ja, wir können hier oben eine Straße ohne Hydraulik machen. Hier unten eine Straße ohne Hydraulik machen. Und dann müssten wir nur in der Mitte mit Hydrauliken arbeiten. Das würde sicherlich eher halten. Vorteil hieran wäre auch, dass die... Ich muss unten rum machen. Dass die Straße mit dem meisten Gewicht, die mit dem ersten Wagen, auf jeden Fall auch die wäre, die eben die Hydraulik bekommt, während die beiden leichteren mit dem Van und mit dem Moped einfach nur festbleiben könnten. Da müsste gar nicht so viel Bewegung stattfinden. Ich hasse sowas von unten her zu bauen. Ich krieg das nicht hin. Und es ist mir zu blöd, da stundenlang rumzumachen, nur damit diese Dreiecke einigermaßen gleichmäßig sind. So. Hält. Wunderbar. Jetzt nehmen wir da. Das wird sowieso nicht halten. Nicht das Drehen da oben festmachen. Dafür brauche ich noch Stabilisierungen. Das unten von sich aus? Es könnte von unten sogar ohne Ding passen. Ich darf hier leider nicht bauen. Doch, darf ich. Cool. Dann machen wir mal den hier. Ich bin mir nicht sicher, ob der untere sogar tatsächlich so hält. Ich denke, das Moped hält das aus. Oder das hält das Moped aus, so rum. Oben muss auf jeden Fall stabilisiert werden. Mit dem Van, da bin ich mir sicher. Das Problem ist, der Van wird zuerst durch kaputt gehen, bevor das Moped überhaupt kommt. Das heißt, ich hätte ihn hier oben auch nochmal anhalten müssen. So, ich hoffe, das reicht. Weil ich will vor allen Dingen erstmal nur das Moped sehen.
Komm, fahr schneller. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Ja, das hält. Wunderbar. Damit ist das hier nämlich geschenkt. Okidoki. Das ist gut zu wissen, dass das funktioniert. So, jetzt geht's um dich. Ich muss dich noch irgendwie stabilisieren. Ich meine, wir können es auch so testen, aber das wird nicht klappen. Das bricht, oder? Nein, tut's nicht. Cool. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Da bin ich sichtlich überrascht. Die Frage ist nun... Ich glaube, wir reduzieren das... den Einsatz der Straße oder der Hydraulik vielmehr und gehen hier nach unten, weil ich dann nur dieses kleine Stück hier einziehen muss. Das Problem könnte sein, das hier stabil zu bekommen. Allerdings... Ich glaube nicht, dass das hier funktionieren wird. Das ist eigentlich egal, wie rum ist. Die Frage ist, ziehen wir das nach innen oder ziehen wir es nach außen? Also ziehen wir es nach links oder ziehen wir es nach rechts vielmehr? Oder trennen wir es? Also ich meine, trennen macht keinen Sinn. Wir haben hier eine ungerade Anzahl an Straßen. Ich würde es dann in eine Richtung ziehen. Beziehungsweise vielmehr drücken. Ich würde es nach unten gehen lassen. Das macht mehr Sinn. Und zwar nicht in der... Doch, in der. In der musst du runter, in der musst du hoch, in der machst du nichts. Okay, das ist zu weit. Wobei, nee, der Punkt ist einfach nur nicht gut. Ganz kurz schauen hier. Machen wir das mal so. Natürlich. Wie doof. Wie selten dämlich. Das muss natürlich unter dem sein. Es macht Sinn. Zack, zack. Das Problem ist hieran jetzt natürlich... Er muss einziehen, das ist richtig. Die müssen wir wieder abstellen für die Phase F. C, D ist richtig. Ist da die Hydraulikphase zu früh gestartet? Ja, die ist zu früh gestartet, okay. Dann machen wir es aus D raus und machen es in F rein. So, das passt vom Timing her, aber ich glaube, das hält das Gewicht nicht aus. Genau. Das war der Punkt, der jetzt als nächstes kommen würde. Das war aber auch zu erwarten, wenn man da realistisch dran geht. Ich meine, ich finde, es sieht ganz gut aus. Aber hey, es klappt sogar. Cool. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es doch so schnell funktioniert. Kann man natürlich deutlich besser bauen, wie man hier links sieht, auch hier am Preis. Wir sind in den unteren 26%. Ich glaube, dass diese beiden Brücken fast optimal sind. Abgesehen jetzt von diesen Dangling Roads und Bananakram. Aber ich denke, hier kann man nur ein bisschen mit dem Holz noch verschieben. Das macht nicht viel aus. Das hier ist natürlich der große Kostenpunkt hier. Die gesamte Mitte einfach. Offensichtlich. Macht halt... Ich schätze mal knapp die Hälfte des Budgets aus aktuell. Wenn das mal reicht. Die Frage ist, ob man das Ganze mit der unteren Brücke verbinden kann und sollte. Ich glaube nicht. Ich glaube, jetzt hier sowas reinzubasteln, so wie das hier, ist eher... suboptimal, vor allem wenn es hier nicht mal komplett bis in jede Ecke geht. Weil die Abstände wieder so ein bisschen doof sind.
Ich verschiebe, wenn überhaupt, natürlich unten das Teil, weil unten das eher noch ein bisschen, ich nehme an, verzeihen kann, wenn ich was verändere, weil das eben nur ein kleines Moped ist. Das wiegt nicht so viel. Aber wenn ich hier alles auf Holz gehe, das wird nicht so halten, wie ich es gerne hätte. Verändert ja auch wiederum das ganze Gewicht, weil es jetzt hier schwerer wird. So, tun wir das Ganze hier mal löschen. Das sieht halt einfach auch beschissen aus jetzt, gell? So. Löschen wir die Seite. Kopieren die beiden mal ganz kurz zusammen. Wir sehen auf jeden Fall hier, die Straße ist doof. Die muss eingezogen werden. Das muss eingezogen werden. So. Das wird halt niemals halten. Und jetzt haben wir hier noch zwei Straßen, die bewegt werden müssen. So. Das wird nicht weit genug reingehen. Wir müssen die Phase D wieder deaktivieren hier. Ja, das geht nicht weit genug rein. Das war zu erwarten. Die beiden noch ein bisschen einziehen. So, jetzt geht er weit. Nee, geht er nicht. Jetzt wird immer schlechter. Sehr gut. Das hält aber nicht, wenn das jetzt drauf fährt. Ja, das war klar. Das hätte mich auch gewundert. Es wird jetzt auch so nicht wirklich viel günstiger. Das hier würde wieder durch Holz gehen, aber es wird halt nicht halten. Ja, das ist halt nicht gut. Ich meine, wir kommen nicht wirklich sehr viel günstiger raus als vorher. Aber es könnte trotzdem funktionieren. Ich finde, das sieht ein bisschen besser aus. Klar, hier unten die ganze Führung ist ein bisschen unschön. Das wird doch nichts. Naja. Immerhin. Ich glaube, das ist ein bisschen günstiger, oder? Ja. Nicht viel, aber immerhin etwas. Gucken wir mal die ganz kurz in die Galerie noch rein. Schauen uns so 1-2 Wiederholungen an. Günstigste Variante von Permanent Nono. Ja, da Dangling-Zeug halt. Das ist halt schon sehr maximiert hier. Ah, oben fährt die Vespa rum. Die kippt dann hier rein, deswegen ist hier ein Stück Straße, damit er in die Mitte fällt. Das ist natürlich schlau. Das hier ist intelligent. Das hier ist halt dieses klassische Dangling-Zeug, das kann ich nicht. Aber jetzt hier dieses kleine Stück Straße, was ihn dann halt so reinkippen lässt, das finde ich cool. Dangled Sack von No Problem. Würde ich zustimmen. Der lässt alles oben rumfahren und basierend auf der Größe des Wagens runterfallen. Das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Da haben wir Zen auch wieder Danglings hier unten. Allerdings diesmal für die Vespa. Das Gedangle. Haben wir irgendwas Abstruses? Das ist von unten leicht stabilisiert. Hier haben wir, glaube ich, alles zusammen von Nightwalker. Ja, das war ja das, was ich auch überlegt hatte am Anfang. Was ich aber dann habe sein lassen. Das finde ich cool. Die finde ich schön. Gut, haben wir sonst noch was?
Teuerste knapp im Budget von James. Ganz normale Brücke. Ja, kann man machen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet eine schöne Woche bisher und genießt den Rest der Woche. Euch noch alles Gute. Morgen geht's weiter mit Workshop-Aufgaben. Samstag, Sonntag natürlich Master Mode. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.